Gut, ist ja schlimm, dass man. Ja, kannst du, aber das ist nur, wenn du Computer oder sowas hast. Sehr gut. Rost habe ich zwar gehabt. Ja, oh, doch, der fahren ist sicher da hin. So, Gerd, jetzt bitte deinen Spruch. Ja, du siehst ja immer Keule, sag doch mal, das ist nicht gestellt. Du siehst ja immer Keule, das soll nicht gestellt aussehen. Ja. Ich Keule. Ja, stimmt so, mach dem Satz mit. Ich brauche die doch. Nochmal kurz zur Erklärung. Ja, wieso ist der Name entstanden? Die Wirtin und deren Kinder hatten alle rote Haare und der Lebensgefährte, der Gerd, hatte dunkle Haare. Ja, und für was war der Fuchsbau bekannt? Es gab dort göttliche Umsteg. Also weit und breit sind die Leute von weit her gekommen, um dort zu essen. Also es war einfach eine tolle Sache, eine tolle Atmosphäre. Die Örtlichkeit zwischen Stockstadt und Erfelden, direkt am Altrhein gelegen, also wirklich eine schöne Ecke. Danke fürs Zusehen und Zuhören, bleibt alle gesund und tschüss.